Guten Morgen zusammen, ihr Lieben. Montag. Wir gucken uns die Wunscherfüllungstendenzen der Woche an. Das bedeutet, ich suche einfach oder ich lege ab oder ich lasse die Karten springen, welche Bereiche in unserem Leben fürs Kollektiv eine besondere, gute Energie mitbringen. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ja, eine Woche, wo gute Optionen, gute Möglichkeiten, gute Chancen auftreten. Eine Woche, wo es vielleicht auch darum geht, eine Entscheidung zu treffen, einen Weg zu gehen, für den man sich entscheidet. Die Entscheidungen können mit den ganzen Lebensbereichen zu tun haben, also Arbeit, Beruf, Finanzen. Das Leben schickt uns irgendwelche Impulse. Möglicherweise geht es ja auch um gute Frequenz in der Liebe oder in allen Herzensangelegenheiten. Es geht um das stabile Fundament des Geliebtfühlens oder dass man der Liebe einfach wieder Wachstum gibt in seinem Leben, sprich das Herz für etwas öffnet. Eine gute Woche, sich zu zeigen. Das Außen spielt eine Rolle, das heißt, wir kriegen hier auch Impulse, die von außen kommen, die uns praktisch vor die Füße fallen. Ja, die Woche scheint so, wisst ihr, das ist so wie, ich komme nach Hause, ich drehe den Schlüssel um, da ist mein Ort. Ne? So dieses, ich bin angekommen Gefühl, hier haben wir das Haus dabei, das Umfeld. Die Wurzeln, die tragenden Themen, man spürt die Liebe, man hat das Herz erfüllt. Ja? Natürlich kann es für einige tatsächlich auch Wunscherfüllung in der Liebe sein. Für manche auch möglicherweise Lebensträume, die jetzt so auf den ersten Weg gebracht werden oder als Impuls überhaupt verfügbar sind. Und es geht um alle Bereiche im häuslichen Bereich, dem Umfeld. Es geht um uns selber. Wir werden hier direkt auch mit den Wünschen konfrontiert. Möglicherweise gibt es so eine Woche, wo man verstärkt darüber nachdenkt, was brauche ich denn noch zum Glücklichsein? Wo pflanze ich mir denn noch etwas, was ich mit Staunen groß werden sehen lassen kann, wo gestaltet sich etwas für mich noch so, dass es ein bisschen mehr Ruhe braucht oder ja, dass einfach das, was mir Stress mitbringt, hier ausgeglichen wird, auf einen anderen Weg kommt. Wir haben hier das Thema so, dass wir in die Blumen schon direkt auch reingucken. Das bedeutet für mich, dass wir auch mit Geschenken rechnen dürfen, mit Wänden, mit denen wir jetzt im Moment einfach nicht rechnen, mit Möglichkeiten, die uns in positive Aufregung bringen. Ne? Also es gibt ja immer das, was so Stress auslöst, wo wir denken, und es gibt die Dinge, wo wir denken, oh ja, das packe ich an. Ne? So dieses neugierige, positive Voranschreiten. Jetzt sieht man die Energie sehr aus dem Umfeld raus. Ne? Das ist Nährende, Tragende, vielleicht auch aus der Natur. Pflanzen können tatsächlich eine Rolle auch spielen. Ne? Wir haben die Blumen dabei. Und hier unten am Deck haben wir tatsächlich noch, dass wir hier in der Woche Diskussionen beenden können oder Streits oder irgendwelche Themen, die Konfliktpotenzial haben.
Da wir hier die Blumen haben, nehmen wir jetzt mal das Pflanzenorakel und gucken, was da rauskommt. Und da haben wir das Gänseblümchen. Hier schleicht sich das Gefühl an, dass man alles schaffen kann, was man möchte. Und dass wir die Energie auf das Positive lenken. Dass wir das Prinzip Hoffnung in uns tragen. Ja, und das Gänseblümchen hat die Eigenschaft, dass es sich immer wieder aufrichtet, auch wenn jemand drauf tritt. Das ist schon mal schön. So, dann nehmen wir hier noch einen Impuls, der uns dient. Was kriegen wir hier, ne? Das ist auch sehr speziell und auch sehr treffend, ne? Vertraue einfach, dass alles, was in deinem Leben ist, die Energie ist sehr getragen. Also finde das Gute in jeder Situation oder finde die Lektion, die eine Situation mit sich bringt und vertraue darauf, dass dir die Lektion auch irgendetwas mitbringt, auch wenn man es auf den ersten Blick vielleicht nicht erkennt. Es geht viel um das Entdecken eines Segens in einer möglichen Lebenssituation oder in einer Sache irgendwie. Unten haben wir noch, dass man sich fragt, so, was wird denn jetzt als nächstes passieren? Wir haben hier sehr erdige Energie. Und die Karten sagen, ja, mach dich hier mal bereit auf eine abenteuerliche Zeit. Und bevor du handelst, denke erst mal nach. Also keine Schnellschüsse irgendwie machen, sondern einfach überlegen, was bringt mich die Woche ganz gut, und überlegt in meine nächsten Absichten. Wenn man so angekommen ist, wie sich das hier anfühlt, dann bleibt man ja auch nicht stehen, das Leben geht ja immer weiter. Dankbarkeit könnte hier uns überfluten, wir sind extrem dankbar für irgendwas. Wir spüren, für was wir brennen. Wir haben hier einfach die Situation oder die Energie, wo wir spüren, wir können regenerieren, wir sind genesen und wir verspüren einfach so dieses Ha, Dankeschön. Schön für diese Woche tatsächlich mal sowas auch wieder zu hören. Gucken wir noch, was die Vögelchen sagen und dann wünsche ich euch einen wunderbaren Tag und eine Woche voller Dankbarkeit. Der Star hat sich umgedreht. Ja, ich fliege in dein Leben und bringe dir Zuversicht und Geduld. Das Leben hat alles für dich vorbereitet. Visionen machen sich breit. Bleibe bei dir, dann entwickeln sich die Dinge von ganz alleine. In der Ruhe liegt die Kraft. Gut, ich wünsche euch einen schönen Tag und bis morgen.